Heute zeige ich euch ganz einfach mein neues Bücherregal. Wie ihr ja wisst, hoffe ich, wenn ihr die Vlogs ein bisschen verfolgt, renoviere ich ja gerade und ziehe um. Ganz langsam. Und ich fange schon an, das neue Bücherregal einzusortieren. Und das ist jetzt nur ein gutes, ein bisschen weniger als die Hälfte von meinen Büchern. Ich sortiere noch ein paar aus. Na, es könnte schon doch ein bisschen weniger sein als die Hälfte. Aber ihr seht schon, das ist gar nicht mal so klein. Ich zeige euch das jetzt mal aus der anderen Perspektive. So, da oben fängt die Decke an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fächer. Hier unten seht ihr noch so ein kleines Gespenst. Das werde ich dann irgendwann mal enthüllen. Und so ein paar Kartons, die noch rumstehen. Und das Regal ist wirklich raumhoch. Und es ist so geil. Ich kann so viele Bücher drin verstauen. Ich habe hier schon mal so ein paar Hardcover, durchmischte Sachen, Rachel Joyce, die Reihe von Sebastian Darke, also über Sebastian Darke, die Spiderwigs. Oben ist das Blutspiel, Blutjagd, Blutpakt, muss ich unbedingt mal weiterlesen. Ein Walter Mörs-Fach. Ein Fach von Justin Garda, wo ich sowieso noch mehr lesen möchte. Mein kleine Lieblingsbücherfach. Benji Levy, Schauergeschichten. Aspfach. Große Bücherfach. Durchmischtes, ganz viel durchmischtes. Sci-Fi-Fach. Alte Reihen, Holbein-Reihen. Also, es ist ein richtig, 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 richtig geiles Bücherregal. Und da werde ich euch auf dem Laufenden halten, wie das dann aussieht. Also, es ist, ich finde es jetzt schon ziemlich geil. Wir können ja mal oben auf dem i abstimmen, ob das ziemlich geil ist oder ob das ziemlich geil ist. Hallo. Ich habe euch ja vorhin schon mein Bücherregal so ein bisschen geteasert. Da das aber ja hier die Sendung ist, muss es ja auch irgendwie um den Inhalt der Bücher gehen. Und jetzt habe ich gerade mal die drei, die ich gerade lese, rausgefischt, um ein bisschen drüber zu sprechen. Einerseits eins von Terry Pratchett, genau genommen der zweite Roman, den er veröffentlicht hat. Und das ist Das Licht der Fantasie. Da geht es auch um Rinzewind den Zauberer, schon wie im ersten Band, der ja so ein bisschen, naja, Rinzewind kann nur einen Zauberspruch, er ist ein bisschen feige, er ist ein bisschen komisch. Genau. Und dadurch hat es schon so eine gewisse Eigenkomik. Klar, Terrys Schreibstil ist unübertroffen. Es sind sehr viele skurrile Sachen mit bei, Sachen, die sich selbst widersprechen und doch nicht. Ich finde es schön zu lesen, ich mag es sehr gerne. Allerdings finde ich das Leseerlebnis doch ein bisschen überschattet. Ich fand es jetzt am Anfang komisch, wieder ein Buch von ihm zu lesen. Seitdem er ja verstorben ist, habe ich nichts mehr von ihm gelesen. Und man weiß ja über seine späten Tage, dass er stark an Alzheimer erkrankt ist. Trotzdem hat er versucht zu schreiben und schlussendlich gestorben ist, auch in dem für ihn Wissen, dass er kein Buch mehr schreiben kann, dass ihn das nicht mehr erfüllt im Leben. Und wenn man das liest, fängt man an, nach Zeichen zu suchen, ob man schon sehen kann, ob der Alzheimer kriegt im Alter. Ich habe irgendwo einen Rechtschreibfehler gefunden und mir schon gedacht, oh nein, ist das jetzt schon das erste Zeichen? Es klingt total bescheuert, aber es ist richtig, richtig gruselig, tatsächlich. Denn das so zu lesen und dran zu denken, was könnte jetzt sein, sind das irgendwie, ist diese Hyperkreativität, diese verschachtelten Sätze, dieses schöne, schöne Universum, keine Frage, ist das irgendwie ein Zeichen schon? Kann man daraus irgendwas rausdeuten? Wahrscheinlich nicht. Aber man denkt trotzdem drüber nach. Man denkt trotzdem drüber nach, weil man bestimmte Sachen liest, hat das jetzt was zu tun mit der Krankheit? Merkt man das da schon? Und das ist ja ein sehr, sehr, sehr junges Buch. Ich glaube, wenn ich ein älteres Buch aus der Reihe nochmal lesen würde, aus der Scheibenweltreihe oder von ihm, würde ich da vielleicht sogar noch mal intensiver drüber nachdenken. Aber es kommt einem einfach jetzt in den Sinn, wenn man so nach so einer langen Zeit, wo man ihn nicht gelesen hat und dann die Todesphase zwischen war, dass man einfach dran denkt und es macht das Buch irgendwie auch gruselig.
Ja, zur Geschichte. Rincewind ist mal wieder in ein Abenteuer verwickelt, zusammen mit zwei Blumen, Zwieblumen, zwei Blumen. Oh Gott, ich weiß nicht mal, wie die wieder heißt. Ja, dem einzigen Touristen der Scheibenwelt auf jeden Fall. Es kommen noch Conan der Barbar vor, eine andere Heldin, Steinriesen, ein großer, alles zerstörender Planet, Zaubersprüche, die mit einem sprechen, sprechende Bäume und Steine. Also das Universum in seiner Perfektion. Und es wird mal wieder alles unheilig. Rincewind versucht natürlich zu laufen. Und da scheitert er grandios wie immer dran. Und dadurch entsteht eine Geschichte, die wirklich sehr schön ist. Also ich kann nur empfehlen, wer das Licht der Magie ist, glaube ich, der erste gelesen hat, das Licht der Fantasie auch weiterzulesen, einfach um Rincewind zu begleiten, weil der ist so ein toller Charakter. Der ist zwar nicht meine Nummer 1, also Oma Wetterwachs und so, die Hexen sind schon, oh Gott, die sind schon Nummer 1. Der Rincewind ist vielleicht Nummer 3 im Ranking. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, was da noch alles kommt. Es gibt so viele schöne kleine Details, die ich lieben gelernt habe aus diesen Büchern, wie zum Beispiel Zwergenbrot. Das ist schon geil. Fehlt bloß noch der Käse aus dem Universum von Markus Heitz mit die Zwerge und dann das steinharte Zwergenbrot zum dran lutschen und dann ist die Welt der Zwerge perfekt. Ich hoffe, hat er ein Buch über Zwerge geschrieben? Wo irgendwie ein Zwergenhauptcharakter spielt, das müsste ich unbedingt noch lesen. Ja, ich bin übrigens so ungefähr mittig. Ja, dann habe ich noch zwei Bücher, wo wesentlich weniger Text drin steht. Nummer 8 von Die Schokohexe. Und zwar ist es Honeyblood. Honigblut. Ich habe die erste Geschichte gelesen, als ich letztens im Bett saß und mir dachte, ach, du wolltest doch mal wieder irgendwie was lesen. Was ein bisschen unanstrengender ist, damit du überhaupt mal weiterkommst beim Lesen. Und die Schokohexenreihe mag ich ja sehr gerne, weil die schon irgendwie, die hat was. Ja? Die späteren Bände mehr als die ersteren. Und hier habe ich eine Geschichte gerade gelesen, die fand ich noch nicht so unheimlich toll. Da war die Moral nicht so stark. Da ging es um zwei Tennisspielerinnen, die sich gegenseitig bekriegen und dann kommt ja immer diese magische Schokolade ins Spiel, wodurch die besondere Eigenschaften kriegen und die böse von beiden, die wird dann immer von der Schokolatier bestraft. Die muss dann hier einen besonders hohen Preis zahlen, wohingegen die eigentlich gute Absichten hatte, nur einen kleinen Preis bezahlen muss. Und das sind halt Geschichten mit so einer Moral und die sind eigentlich immer ganz gut aufgebaut. Also man hat so das Gefühl, auch, ja, ich habe was Nettes gelesen. Jetzt nicht unbedingt ein Bestseller, aber was Nettes. Genau, und der Zeichenstil ist in dem hier relativ kantig. Alles schwarz-weiß. Natürlich, wie es sich für Manga gehört, Manga-Stil. Gegenstände macht sie immer echt gut. Aber manchmal, wie hier, finde ich so die Proportion von Kopf, Hals nicht so geil. Aber da hat sie am Anfang viel mehr Probleme mit gehabt. Da sahen die Figuren alle noch ein bisschen erdrückt aus. Inzwischen geht das schon ganz gut, aber von der Seite kann sie das immer noch nicht sonderlich gut. Sonst die Schattierung und alles ist gut erkennbar, gut lesbar, schnell lesbar. Macht halt Spaß. Und zum Schluss ein Buch, das entweder Ferstant empfohlen hat oder Twix. Twix oder Twix? Twix, glaube ich. Twix. Oder wie heißt die andere? Ich bringe mal drei durcheinander, zumindest was die Buchempfehlung angeht. Wie die aussehen, weiß ich natürlich und was die so machen. Aber die Buchempfehlung bringe ich immer durcheinander. Ja, sieht denn noch so ähnlich aus wie Ferstant? Wobei, ja. Naja. Jemand hat eine von den Damen Telionius große Reise vorgestellt, das Geheimnis des Nebelberges. Also ich weiß nicht, ob es ungefähr dieser Band war. Es gibt noch einen anderen, habe den gerade bestellt. War letzter Band, letzter Exemplar, obwohl ich nicht wollte. Ich wollte es nur auf die Wunschliste tun.
Paar, wie das immer so ist. Das ist ein Buch, ist eigentlich eher für junge Leser gedacht. Man hat immer ein oder zwei Kapitel Text, Fließtext und dann ein oder zwei Kapitel Illustrationen, Graphic Novel, Comic-Stil, eher Comic-Stil, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, was da der Unterschied ist. Gucken, ob ich ein besonders schönes zeigen kann, ohne zu viel zu verraten. Die Bilder sind in Blau gehalten, was super, 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 super schön ist. Ich zeige euch mal die Konserve. Da sieht man auch den Stil, ziemlich einfach. Blau und schwarz, mehr ist es denn nicht. Und es ist aber super hübsch. Es ist detailreich, sah man ja auch gerade in der Dose. Man konnte den Baum sehen, das Etikett. Das ist alles im super Detail. Die Schrift ist ausreichend groß, manchmal hervorgehoben durch Fettschrift, also fettgeschriebene Schrift. Und es ist wirklich hübsch. Es ist richtig, richtig hübsch. Und auch wenn man Text hat, hat man immer mal wieder ein paar Bilder dazwischen in dem gleichen Stil. Und der Text hat einen schönen großen Zeilenabstand, ist für die Augen ganz angenehm und auch schnell zu lesen. Ich habe das jetzt gestern angefangen und ich bin schon ein bisschen über die Hälfte, glaube ich. Ja, über die Hälfte. Die Geschichte ist niedlich. Was mich manchmal stört, ist, dass dann so am Kapitelende auf einmal so ein Sprung ist, so ein zeitlicher, den ich nicht immer gut verarbeiten kann, wo ich nicht immer genau weiß, wie soll ich das einordnen. Sonst eine ganz normale Reisegeschichte, Schwierigkeiten. Das Besondere halt noch, was noch an dem Buch ist, ist, alle Menschen sind ausgestorben, gibt sie nicht mehr. Und die Protagonisten sind sprechende Tiere. Also, was soll man da anders sagen? Es ist schon geil, wie die menschliche Kultur verarbeitet wird von einem menschlichen Schriftsteller, der als Tier schreibt. Also der sich in die Tiere hineindenkt, wie sie darüber dachten, denken, was das ganze Zeug eigentlich soll. Und zum Beispiel diese Konserve, die ich euch gerade zeigte, ist auch so ein Beispiel. Das Tier aus dem wilden Wald konnte gar nicht begreifen, dass Menschen Futter in Konserven gepresst haben und dass das noch 500 Jahre später wahrscheinlich sehr gut haltbar sein würde. Und dass sich die Tiere, die in der Ruinenstadt leben, davon ernähren, obwohl die Waldtiere noch selber jagen und essen und sowas. Und dann geht es um sowas wie die Entwicklung von Daumen und Sprache und dass nicht alle sprechen können und nicht alle haben einen Daumen, obwohl es so sinnvoll wäre. Also es ist schon so ein paar evolutionäre Hints gibt es da schon, die ganz gut sind. Also ich glaube, ich werde am Ende dem Buch eine ziemlich gute Bewertung geben. Keine sehr gute. Ich glaube auch, das liegt auch mit daran, dass ich nicht die Zielgruppe bin. Ich finde es schön. Ich finde es durchaus ein sehr, sehr wertvolles Buch. Aber diese zeitlichen Sprünge stören mich halt manchmal einfach. Ja, und das sind halt also jetzt die drei Bücher, die ich gelesen habe diesen Monat. Ich habe natürlich noch ein bisschen mehr gelesen, aber ich stelle jetzt auch immer mal ein paar Bücher in den Schrank, die ich euch nicht zeige. Nicht, weil ich sie nicht mochte, sondern weil ich dann auch das Gefühl habe, ich muss manchmal auch ein bisschen was für mich behalten tatsächlich. Ja. Und jetzt habt ihr zwei tolle neue Sachen gesehen. Mein tolles Bücherregal. Wo ihr ja sowieso noch abstimmen müsst, wie geil das eigentlich ist. Ob es super geil ist oder super, super, super geil. Ja? Und ein bisschen was ich gerade gelesen habe. Und die zukünftige Filmlocation seht ihr gerade. Draußen ist tatsächlich gerade eine Kutsche vorbeigefahren. Das ist interessant. Man fühlt sich wie im Mittelalter. Hinter mir hängt auch ein schönes Bild. Da werde ich den Bildausschnitt irgendwann mal anpassen, wenn ich mein Stativ endlich wieder finde. Ich habe immer eine Tasche, da ist mein Stativ drin und einer, da ist mein Notenständer drin und die sehen von außen gleich aus. Und ich finde immer nur diesen dämlichen Notenständer. Man kommt sich vor wie in so einem Zeitloop, aus dem man nicht mehr rauskommt. Als würde man in einem Buch stecken und ständig durch die Zeit reisen und immer in der gleichen Zeit wieder ankommen. Wenn man nur immer den gleichen Gegenstand findet und nicht das, was man sucht. Ja. Das wird alles mal ein bisschen besser eingestellt. Die Beleuchtung ist ziemlich, ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch eine Studioleuchte dann brauche. Wenn ich mir den gerade so angucke auf der Bildqualität, meine Deckenlampe, die macht schon einen geilen Job, ne? Ein bisschen Schatten hinter mir, aber eigentlich stört das nicht so. Und der weiße Tisch und die weiße Wand,
leuchten mich natürlich ziemlich gut aus. Also ihr könnt euch freuen auf ein bisschen ruhigeren Hintergrund und vielleicht schaffe ich sogar jetzt immer schon hier zu drehen. Das kommt drauf an, wann die Bauarbeiten noch starten fürs Bad, für die Küche, wann hier Leute zu tun haben. Gerade ist es sonntags ganz früh morgens, da ist hier natürlich keiner drin. Ne? Ja, aber ich muss euch sowieso irgendwie noch ein bisschen zeigen, was jetzt im Haus neu ist. Ich glaube, wir machen das gleich im Anschluss. Und da könnt ihr euch dann den nächsten Block anschauen. Das ist dann der rustikale Quark, habe ich das, glaube ich, genannt. Nee, das habe ich irgendwie anders genannt. Ah, gut, wenn man nicht weiß, wie man seine eigenen Formate nennt, ne? Ja, im nächsten Block, im nächsten Hausvlog, könnt ihr dann mal gucken, wie es hier inzwischen aussieht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.